Two. Normal Runde 2-6. Ja. Trotzdem fortsetzen. Schwimmen wir noch weiter durch 6. Schönen guten Morgen. I swear to God, it's hard to imagine that you two are over to me. Silly. Motherfucking reinforced door. Cocksucker! Aufträge, was haben wir denn da eigentlich? Reden wir mal. Mach zurück. Da war ich keine Munition. Asche schmeißen. Schmaler Trink. Jensen, hier Miller. Ich brauche schnellstmöglich Ihren Augenzeugenbericht. Wann werden Sie da sein? Kommt drauf an, wie viele Cops meine Papiere sehen wollen. Scheiße. Gegen die Staatspolizei kann ich nach dem Anschlag nicht viel machen. Kommen Sie, wenn Sie können. Miller out. Oh, scheiße. Vor beim letzten Mal nicht zu schlecht. Auf den Körpern liegt unsere Erlösungssuchende. Wir haben lange genug gelitten. Ist nicht schön. Thank you.
Was soll's. Sicher? Ich glaube. Erstmal runter und prüfen das große Gewehr. Bei ihm kriegt ihr alles. Was immer. Wie viel willst du diesmal ausgeben, hm? Dann verschwinde von hier. Ich gehe dann mal wieder. Liatski Ujopki. Interessant, hallo? Schmerzmittel. Ich meine, meine Freunde. Internationale Bau- und Aktionsplan wirbt für sichere Wohnkomplexe, in denen unterdrückte Gruppen ohne Repressalien leben und arbeiten können. Und ist eine Idee des Präsidenten von Trento, Nathaniel Brown. Sein Vorzeigeprojekt, eine glanzvolle Stadt namens Rabia, soll bei einer von Browns nächsten Safe Harbor Konferenzen öffentlich vorgestellt werden. Ah, ja. Sushi. Adam, was gibt's? Ich hatte nicht erwartet, so schnell... Und ich hatte nicht erwartet, dass mein Arzt inaktive AUGs in meinem System findet. Was? Inaktive, experimentelle AUGs. Sie wissen nicht zufällig was darüber, oder? Adam, die Entscheidung, die ich vor 2 Jahren für Sie getroffen habe... Ja oder nein? Nein, alle Arbeiten an Ihnen waren offiziell, darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Was genau haben Sie gefunden? Experimentelle Test-AUGs in meinem System. Koller sagte etwas von einer Neodym-Hülle. Wer kann so etwas entworfen haben? Mein Gott, Sie haben eine Titan-AUG? Das ist unmöglich, das war nur ein Konzept. Sie haben gerade gesagt, Sie waren es nicht. So ist es auch. Das VM hat mir vor 3 Jahren Pläne dafür gezeigt und gefragt, ob es funktionieren kann. Der Entwurf war von jemand anderem, Vadim Orlov. Megan und ich haben mal mit ihm gesprochen, aber er passte nicht zu uns. Diese Pläne, Sie haben nicht zufällig eine Kopie davon? Sie waren geheim. Ich hatte nie eine Kopie. Und gesehen habe ich sie nur, weil das Verteidigungsministerium meine Meinung wollte. Seraph Industries hat damals gute Arbeit geleistet. Wenn wir einen Plan abgesegnet haben, war er einwandfrei. Orlov? Klingt russisch. Wer ist das? Warum hat er nicht gepasst? Er war ein Wunderkind auf dem Gebiet der Neurowissenschaften. Abschluss in Moskau, Promotion in den USA. Seine Noten waren phänomenal, aber seine Theorien ziemlich schwammig. Und Megan hielt seine Ethik für fragwürdig. Megan? Megan Reed hat das gesagt? Die Frau, die Ihnen meine DNA zum Experimentieren gegeben hat? Wir haben ihn nicht eingestellt. Nach Beginn des Gesprächs war klar, dass Orlov nicht wollte, dass jemand seine Theorien hinterfragt. Vor allem keine starke Frau wie ihre Ex. Ich muss diesen Kerl finden. Adam, ich spüre ihn für Sie auf. Ich fliege zwar bald nach London, aber ich kann telefonieren, Leute kontaktieren. Seraph Industries ist Geschichte, aber mein Name hat noch Gewicht in bestimmten Kreisen. Tun Sie's. Melden Sie sich per Infolink, wenn Sie was haben. Ich lasse Sie nicht im Stich. Ich habe es stets bereut, dass ich nach Panchaya keinen Kontakt gehalten habe. Als Sie lebend in Detroit aufgetaucht sind, 1 Jahr nach Ihrem vermeintlichen Tod, warum haben Sie sich nicht gemeldet? Ich konnte nicht.
Ein Rettungsteam hat mich aus dem Meer gefischt und in eine Notfallklinik in Alaska gebracht. Niemand wusste, wer ich war. Und lange wusste ich es auch nicht. Mein Gott, Sie glauben doch nicht. Zu dem Zeitpunkt hätte jemand... Finden Sie Orlov, Sereth. Ich brauche Antworten. Mach ich, versprochen. Ich melde mich. So. Sehen, dass das Funkgerät scheiße ist. Aber mein, das ist auch mein Weganzeiger. Was soll man noch annehmen? Maß meint er, Sperrgebiet. Das Ding. Schluss mal noch. Aus dem Schnellrüstung auf den Dinger. Achtung vor Kulten. Einfache Antworten sind meistens falsch. Wegstecken, das ist jetzt gut. Jetzt ist hier, Zion. Was ist das da tun? Wegstecken. Ah ja. Schon mal merken, das war doch richtig.
Resnik könnte Hilfe brauchen. Treten Sie näher. Ich will Sie sehen. Keine Angst, es werden nur Ihre schlimmsten Impulse überprüft. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Wir predigen hier Pazifismus. Alternativen zum Terror. Wir wollen keine Tiere, die sich im Schlamm wälzen. Oh Mann. Wer sind Sie? Was ist das hier? Das hier. So sieht die neue Freiheit aus. Die gemeinsame Ausformung einer Erfahrung aus der Fantasie. Also eine Art Experiment? Das haben wir hinter uns. Wir etablieren Wahrheiten. Neue Formen der Gemeinschaft, in denen Menschen leben können. Ihr eigenes kleines Utopia. Draußen gibt es einen Mann, der mich gebeten hat, Sie zu besuchen. Er hat gesagt, Sie... Ich weiß, wie es draußen ist. Gefangen zwischen Erniedrigung und Terror. Zwischen Vorschriften und Registrierungscodes. Gelächter vom Band. Träume nach Drehbuch. Kein Ort mehr, wo man leben kann. Ich bin gekommen, weil ich dachte, etwas stimmt nicht. Ich hatte Grund zu glauben, etwas stimmt nicht. Nichts stimmt. Deshalb sind wir hier. Ohne diese Schrecken. Wenn auch nur in diesem kleinen Winkel der Welt. Ich möchte Ihnen eine Version von sich selbst vorschlagen. Ohne Misstrauen. Ohne die Hinterhältigkeiten, die sich unterwegs ansammeln. Hier gibt es keine Ungerechtigkeit. Kein Leid. Keine animalischen Impulse. Hier können Sie endlich Mensch sein. Ich hätte vielleicht nochmal mit dem Idioten draußen reden sollen. Das ist am besten mal genauer anschauen sollen. Ich weiß vielleicht nicht genau, was hier los ist, aber ich weiß, dass ehrliche Menschen sich nicht verstecken. Ich weiß, was Sie denken. Sie können es nicht erwarten, die beste Version von sich selbst zu sein. Disney hat gesagt, ich muss ihre Manipulationsversuche durchschauen, erkennen, was sie... Ein Teil von ihnen verabscheut Gewalt. Das ist bei jedem so. Ich kenne sie besser als sie sich selbst. Ich weiß, dass sie niemandem wehtun wollen. Ich weiß nicht sicher, ob... Sie etwas Unrechtes tun. Weil es nicht so ist. Außer es ist Unrecht, Menschen zu retten. Die Welt ist voller Brutalität, Unterdrückung, Vertreibung. Das Restitutionsgesetz ist die größte Menschenrechtsverletzung aller Zeiten. Diese Menschen verdienen etwas Besseres. Die meisten, die sich Retter nennen, sie... Sie sind skeptisch, das ist verständlich. Sie sind ein Produkt ihrer Zeit. Niemand zwingt sie zu bleiben. Sie wollen, dass ich gehe, wie Wesnik. Ich will, dass Sie verstehen. Die Menschen hier sind gute Leute.
Mit meiner Hilfe haben Sie etwas Wunderbares erreicht. Sie haben eine bessere Version von sich selbst gefunden. Als Gemeinschaft. Versprechen Sie mir, das nicht zu gefährden. Ich bin nicht hier, um diese Menschen zu gefährden. Das reicht mir. Mehr wollte ich nicht hören. So. Ich werde jetzt aber erstmal hier das Video beenden. Geht dann im nächsten Video weiter.